Ach, Mist. Was ist das für ein Frühstück? Abflocken. Wie viel Gramm? Bananen 200 Gramm. So echt der Völlig? Ja, im Mixer. 200 Gramm Mixer. Okay. Banane rein, Erdnussbutter und 80 Gramm Whey. Was für Erdnussbutter? Diese Stücke hier? Nee, oder nee, nee. Creamy, creamy. Creamy? Keine Stücke. Keine Stücke. Keine Stücke, nee, das ist nicht zu crazy. Okay, gut, ja gut. Und du? Eigentlich nur dasselbe, ne? Ein bisschen weniger Haferflocken. Ja. Und du? Aber ich bin ja auch ein Kopf kleiner. Und jetzt mach ich ja Diät. Jetzt esse ich Reisflocke oder normale Reis. Digga, du musst nicht mehr. Alles gut. Deine Arme sind auch dick genug. Gerade Bizeps. Trizeps solltest du. Wir machen Bizeps, du machst dann Trizeps. Hallo, gestern gemacht. Das reicht. Hallo, Stefan macht auch dreimal die Woche dasselbe Training. Ja, stimmt, du machst auch. Das mach ich. Du machst dreimal die Woche dasselbe Training. Ja. Lass mal ausprobieren, lass mich doch mal. Probier mal richtig essen und richtig schlafen aus. Nicht nach zum 11 Fahrrad fahren. Stefan, weißt du, was mal ganz gut wäre? Wenn du mal beim Bankdrücken oder alles schnell mal richtig, richtig runtergehst. Nicht aus dem Boden. Nicht Stefan Rest. Komm, mach den Satz. Stefan Rest. Richtige runtergehst. Du musst auf die Bühne stehen, also komm, man will nicht. Kennst du Stefan Raps? Was für ein Ding? Stefan Raps? Nur halb runtergehen. Rico, Verschlüssel. Komm, Stefan, helf mir gleich. Komm, helf. Stefan soll mir helfen. Oh. Oh. Nicht mit dem Knie. Lass das Knie auf den Boden. 50er Ärmel, Digga. Oh mein. Sieht wieder nach wenig Gewicht und wenig Wiederholung aus. Genau. Stefan ist so leicht, trotzdem. Da bist du gut. Kannst du gerne drauf lassen. Ja. Digga, jetzt hast du dich aber unterschätzt. Sonst ist die Bodybuilder-Krankheit meistens sich überschätzen. Bei den meisten. Ich glaube, wir müssen dir mal die Kohlenhydrate strecken. Du hast doch viel zu viel Energie zum Quatschen. Ja. Wo ist das Ding jetzt? Komm, 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 komm. Das passt bei der Schleckwitze. Da ist mir fast alles rausgekommen. Die haben so zappelnde Frosch unten rum. Habt ihr jetzt, Maßband hier? Bizeps messen? Die Zuschauer? Zollstock-Zöckler. Oder mit Zollstock die Höhe messen? Habt ihr Maßband hier? Ja. Da ist nichts da, das ist alles nur Naturalkacker hier. Ach, hör auf, komm. Also erst 14 cm hoch. 14 cm hoch schon mal. Jetzt gucken wir jetzt. Wollt ihr helfen? Mach mir das allein nicht, komm. Oh. Komm her jetzt hier. Guck mal hier. 55, 56 ist das. Oh, das war dick. Na? Was hast du drauf? Was ist hier? Ist drauf, ja, 53. Ja. Hä, ihr spinnt doch, mach nochmal von vorne. Jetzt höchste Stelle da, höchste Stelle hier. Oh, der hat wirklich 53. Ja, ja. Der spinnt doch, der Typ. Für natural nicht schlecht. Für Nelly ist okay. Wenn ich jetzt nicht 53 auch platt. Oh, guck mal, ei. Nein, das ist doch ein beschissenes. Das spinnt doch, guck mal. Guck mal. Hab ich so viel Pump? Naja, guck mal. Ich war mehr arm als Nelly, das, das fängt erst bei 5 an. Oder du was? Das fängt erst bei 5 an. Kein Scheiß, ehrlich? So? Ja, das Ding fängt erst bei 5 an. Und wir freuen uns wie die Käfer, Alter. Also hast du. Doch weniger. 50? Und du hast gefreut. Warum immer noch ein Satz? Nee, warum weniger? Du hast 55, minus 15, 50. Und du hast aber 53. Wie ja, hast du auch? Er hat ja auch mitgekriegt. Hattest du nicht 53? Dennis, ja, wird, Dennis wird blau. Jetzt werde ich blau, jetzt wird's auch. Und jetzt bin ich richtig. Stefan, komm doch mal her, was machst du denn da hinten? Guck mal, Stefan. Ich bin schon gut. Damit Stefan nicht den kleinsten hat, macht er extra. Also du hast 51, ja. Oder? Sehe ich falsch? 51. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber... Das sind die 5 cm nimmst du raus, damit wir alle dicke Arme haben, ist ja logisch. Na, das sind ja nur der raus. Eigentlich kannst du dich nur der dumme Bodybuilder messen ihren Arm. Und ja, genau, genau. Lass nochmal messen jetzt, komm. Mit der richtigen Seite. Ey, dann will ich erstmal nochmal einen machen. Ja, das ist ja unfair. Ja, dann machst du auch noch. Ey, komm, jeder macht jetzt mal einen und dann messen wir. Komm, jeder macht mal einen und jetzt... Okay, okay. Captain, hoch! Ey, gut, das ist unfair, Digga. Du hast jetzt die ganze Zeit Trizeps gepumpt, jetzt machst du Bizeps hinterher, jetzt hast du einen dicken Arm mit sich. Und das doch natural, Alter. Das ist nicht fair, sowas. Wir machen doch extra hier Hammerpölz, damit das richtig schön auch in die Breite geht, ne? So, 1,50. 1,50. Ach, da. Ach, wie, wo hast du denn den jetzt hergetrunken? Andere Seite. Ja, das ist die andere Seite. Ach, andere Seite. Du bist ja, ja schlau, Alter. Du. Ach, jetzt Digga.
Komm, wir machen hier vorne. Da musst du alles mit rein. Hol mal hier. Lass mal messen hier. Ja, komm. Das ist die richtige Seite jetzt aber auch? Ja, jetzt habe ich die richtige Seite. Und ich war hier ganz. Ja. Oh, das langt hier gar nicht. Das langt hier nicht. So, guck mal. Och, 50,5. Nee, ja, doch, 51 könnte man schon fast behaupten. Nee, 50,5. 50,5 ist schon. Alles, was die hat. Ist schon ein bisschen mehr bei mir. Das sind die Haare. Ich habe auch ein bisschen hier Trizeps. Dennis, mach du mal Stefan wieder. Aber jetzt mess mal Stefan. Ja, ich auch nicht scheiße, glaube ich. Stefan, jetzt mach das mit, mal komm. Nein. Misst deinen Arm nicht als Bodybuilder? Misst deinen Arm nicht als Bodybuilder. Jeder Bodybuilder misst seinen Arm. Guck mal den Arm an hier, der dicke Ding. Ja, der kann noch ein bisschen weiter runter hier. Warte. Jetzt, also, noch mal. Ja. Warte, Entschuldigung, warte mal. Oh, oh. Ja, gefährlich. 47, ja. 47 des Lebensjahr, sehr kostet, wenn ich 50 Ärmel. Ja, genau, wenn das so weitergeht, hast du 50 Ärmel. Ja. Alter, freue ich mich, wenn ich 67 bin. 75,5. Ja? Das ist echt, ja? Nur ein dicker Mann. Ja. Hab ich hab eher was. Trockene Beine. Ich hab bloß keine Unterhose, ich kann nicht mehr. Ups. Sonst holst du ja immer noch raus. Das ist kein Problem. 75. Ihr misst das. So, ich werde mir jetzt gleich einen Feierabend verdienen, indem ich nochmal zwei Sätze hier mache. Hier. Ah, 51! 51! Mehr als Enrico! Mehr als Enrico! Trotz auf Diät, ich bin auch auf Diät, das soll nicht aufzuschrocken. Ich bin auch auf Diät, das soll nicht vergessen. Siebenvoll Mond. Auf Diät! Über den Durchschnitt, über den Deutschen. 18 mal 5, guck, Leite 5. Oh. Auch gut, ne? Oh. Ja, willst du mich verarschen oder so? Warum? Machst du dich uns lustig? Ja? Also Jungs, die können das alle locker sehen. Aber ich muss in 8 Wochen auf der Bühne. Und muss abliefern. Sie muss. Du dann in 8 Monaten? Das okay. Dich wieder betreuen in 8 Monaten. Nein, ehrlich, kein Scheiß, du wieder auf die Bühne. Also wenn ihr Stefan auf der Bühne sehen wollt, ja, bitte kommentieren. Was sagst du dazu? Stefan! Wenn er was wirklich will, dann schafft er das auch. Ja, sicher, genau, so sehe ich das auch. Das war die beste Antwort, Digga. Bester Spruch heute von dir. So, dein Zehner kriegst du nachher da. Ja. Nein, kein Scheiß, Digga, so ist doch noch alles da. Dann machen wir alle noch. Bench-Bruder fahren wir zum Marktdruck-Wettkampf. Ja. Da schiebt er die 200 weg. Da die noch Haare und eine Brille. Da muss ich hier bringen, so ein Ding anmachen. Mit Ablage. Und ja, und. Da war oben. Warte mal, ich will mal sehen. Ja, hast du? Ich bin Kampfrichter. Ja, ja. Ich kenn mich aus. So, da. Okay, gut. Ja. 22. Die Ablage war okay. Ja, ja. Nur der Arsch ist hoch, ein bisschen leicht. Ja, Arsch. Also, pass auf, beim Kampf, beim Wettkampf. Da kann sein, dass sie sagen, ja, dass sie sagen 2-1 gültig. Ja. Oder 2-2 oder sogar auch 1-2. Ja, 1-2 gültig. Ja. Also, dann 2 sagen, ja, weil der Arsch nicht hoch ist. Ja. Was gut war, war die Ablage. Ja. Und dass du rausgenommen hast und nicht sofort runtergenommen hast. Ja. Du hast erstmal stark gewartet. Wenn ich solche Videos sehe, da kriege ich nur so, Alter, wenn du unten bist und dann drückst, da kriege ich immer schon ein bisschen Panik. Ja, ja. Ja, man ist da was an der Bodybuilder. Da gehst du immer so schnell manchmal. Ja, wo kurz jetzt eine doch. Ach, schlimm war ja bei dem einen, bei Ryan Connelly hier. Wie heißt der? Wie heißt der? Ja, ja. So, ey, oh, Alter. Der Arm ist richtig. Die ganze Brust ist so. Der Arm ist weg. Der Arm, die Brust. Ja, also die Brust und der kann nichts machen. Das Geile war, wie Larry Reel zu. Hat erstmal so zugepackt, du. Ja, und hat rausgezogen, wie nicht. Ich meine, gut, links und rechts waren noch 2 Helfer. Aber er zu. Also wie gesagt, das war's hier aus dem Popeye. Vielen Dank ans Popeye. Ja, genau. An die Jungs. Vielen Dank an den Rico, fürs Trainieren. Trainieren durften. Gerne, gerne. Unterstützen könnt ihr uns mit den jeweiligen Codes. Ja. Wenn ihr Dennis unterstützen wollt, müsst ihr meinen Code verwenden. Natürlich, ich gebe das dann Dennis weiter. Wieder, ja, genau. Also wie gesagt, wenn ihr auf jeden Fall könnt ihr es kommentieren. Wenn ihr Dennis beim Backdrücken gehen sehen wollt, kommentiert. Wenn ihr Enrico demnächst sehen wollt, wieder auch mit dem Kanal zusammen gebastelt mit Steve, dann auch wieder kommentiert. Hm. Wenn ihr wollt, dass Stefan mal einen Wettkampf mitmacht, wäre auch schön, wenn ihr es kommentiert. Mal oder mal wieder. Mal wieder. Ja. Und ansonsten könnt ihr auch Stefan, weil er Geburtstag hatte gestern, könnt ihr nachträglich ihm noch ein kleines Geschenk hier machen. Kommt das raus? Ja. Das kommt er jetzt. Nur eine Woche. Stefan 10 bestellen bei GN. Ja, genau. Eine Freude. Wenn ihr bei GN, fleißig kommentieren bei Gigas Nutrition bestellen mit Stefan 10, dann haut ihr ihm nachträglich ein schönes Geburtstagsgeschenk rein. Ja. Und ansonsten wisst ihr Bescheid bei mir. Und ich freue mich über Kommentare, die positiv, negativ sind. Hauptsache ihr kommentiert, Hauptsache ihr klickt die Scheiße hier und ihr freut euch, wenn ein neues Video kommt, dann Glocke abonnieren und so und dann alles, wie was so immer so läuft bei YouTube. Ja. Ansonsten liebe Grüße hier aus Hamburg, aus dem Popeyes. Finde ich ein geiles Studio, hardcore geiles schön. Studio, hardcore schön, ja. Hast du gut ausgewählt, aber. Danke. Ja. 4 Glatzen für ein Halleluja. Wo war das? Haut rein, Jungs.
Bis dann, tschüss. Guten Morgen. Ciao, ciao.